Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA Ultimate Team, jawohl. Genau, wir spielen jetzt wieder eine Runde online. Nicht online, weil ich gerade ein bisschen angepisst bin von online. Spielen wir jetzt hier nochmal eine Runde Dings-Season-Saison. Einzelspieler-Saison, genau. Weil ich bin gerade online ein bisschen angesackt. Wer die letzte Folge gesehen hat, weiß es vielleicht. Und das passiert mir halt nur bei online. Das kann ja irgendwie nicht sein. Boah, einfach durchrennen, ne? Ist die beste Strategie ever. Okay, gut, weiter. Shit on. Nach dem Sieg im ersten Spiel dieser Saison so. Ist die Euphorie und wir sind natürlich noch nicht weit in dieser Saison. Werde ich auch wahrscheinlich. Nächste Folge werden wir das auch sehen hier. Zack. Nein, scheiße. Alter, auf was ist denn die Saison bitte gestellt? Das ist Weltklasse. Fuck. Oh mein Gott. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist Weltklasse. Yep. Awesome. Weil ich Weltklasse ja auch so gut kann. Habe ich schon so oft gespielt. Scheiße, was mache ich denn? Ganz schlecht. Ganz schlecht. Go, go. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Rennt einfach durch alles durch, mein Pedro. Schießt. Oh. Oh, schade. Ah, Pedro geht schon ab wie Schmitz Katze. Und hat fast keine Ausdauer dadurch verloren. Ohne Witz jetzt. Also nicht ironisch gemeint. Geil. Also der geht einfach richtig ab, der Pedro. Hier, guck mal, da läuft er schon wieder. Der ist so emsig. Und es gibt da noch eine geile Flanke. Pedro. Ah, schade. Huch. Okay. Ecke. Na, hat es wenigstens eine Ecke gebracht. Und Piqué. Ah, schade. Ja, wenn er jetzt mal einen Kopf größer gewesen wäre. Und ja, Piqué, wenn er jetzt noch einen Kopf größer gewesen wäre, dann könnte er wahrscheinlich gar nicht mehr durch die Kabinen laufen. Ja, das ist immer wieder erstaunlich. Hier scheiße. Sieht man auch, wie schnuderig man mit Eckstößen umgehen kann. Wright Phillips. Alter, ja. Renn doch in mich rein und töt mich. Jawohl, abgefahren. Und lauf. Lauf. Pedro. Lauf. Geile Flanke. Flanke. Nein, nicht so geil. Was kann. Können halt andere. Was? Hä? Das gibt Freistoß. Ist, oh mein Gott, die sind auch so manchmal so pingelig, ne? Die Schiedsrichter einfach. Kein Ding. Den kriege ich da weg. Einfach richtig Marcelo. Pingelig, ne? So, wir haben. Komm, da. Xavi Alonso. Fabregas. Fuck, das ist scheiße geworden. Und das wird belohnt mit Ballbesitz. Ja, holen wir. Und. Nein! Scheiße! Darf mir nicht passieren. Ja, genau! Nö, das war kein Foul. Wir sind der Computer, wir machen keine Fouls. Scheiße, das war voll das böse Foul. Und geil gelaufen, Pedro. Der Pedro läuft einfach so geil auch. Ah, schade. Für den war diese Flanke wirklich nicht gut. Okay, jetzt wird's kritisch hinten. Weil ich so eine. Ah, okay, hab ich aber. Fuck gut. Alter, nicht in die Grätsch noch. Zack. Weggegrätscht. Ja, toll. Und kriegt natürlich genau der Gegner. So, jetzt aber. Jetzt. Push, 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 go, 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 go. Ja, Soldado. Soldado. Soldado, Tor, Junge. Na, also, geil. Geil gemacht. Richtig geiles Tor, wie immer. Soldado macht einfach die geilsten Tore. Ne? Ohne angedreht, einfach nur bam, hinten rein. Langes Eck, keine Chance. So. Jetzt aber. Los. Haha, Longshot. Geil. Das zweite Tor auf
Also wer richtig geile Longshots kann, weiß ich, ist der Xabi und der Koke. Weiß ich nicht, also der Xabi Alonso, der kann das auf jeden Fall auch richtig geil. Also werde ich auch, wenn ich den mal hab, zufällig, irgendwann, zufällig. Wie, obwohl ich ihn nie hab, weil er meistens in der Abwehr ist. Geile Flanke! Boah, ist das eine krasse Flanke gewesen, ne? Vom Keeper. Ja, den hat er super rausgefischt. Nix war es mit dem Doppelpack. Ja, geile Flanke einfach nur. Sowas. Weißt du, solche Flanken müssen wir bekommen. Er hat hinten alles im Griff. Javier Mascherano, er sorgt dafür, dass der Gegner sich keine Chancen erspielen kann. Er ist der entscheidende Defensive, der giftige Mann dahinten. Wright Phillips. Der Mascherano ist also mein bester Mann. Ich würde sagen, das ist mein schlechtester Mann. So schnell kann das gehen. Eine Komm, lauf! Setz dich durch! Setz dich durch! Ja, wie geil war das denn? Ja, geile FIFA-Engine. Wenn sowas halt im Spiel passiert, ne? Wenn man dann einen Rückpass gibt. Das war FIFA, wie es leibt und lebt. Also auch Weltklasse in Eigentor. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, dass der Computer ein Eigentor macht und dann auf Weltklasse, ne? Pedro. Komm, lauf, du schneller. Nochmal? Nee, schade. Kein Eigentor. Nice. Das sind mal Fortschritte. Komm jetzt, hol dir. Bam! Weggegrätscht. Puyol ist stark. Und Puyol geht mit in die Offensive, was vielleicht ein bisschen scheiße gerade war. Ja, nee, passt. Und die Abwehr aufmerksam. Nice. Oh, schön, schön, Fabregas. Schön. Schade. Ah, der Fabregas ist nicht der schnellste, leider. Hol dir, hol dir, hol dir. Was ein Pass. Schade, da kommt er noch dran. Ah! Ah! Komm, Junge! Wright Phillips. Oh. Da trudelt der Ball frei übers Spielfeld. Lauf, 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 lauf! Guck, ist nicht der Schnellste. Guck, ist nicht schnell. Er steht viel in die Mitte. Aber das kann er. Flanken. Das kann er. Was macht Marcelo in der Mitte? Was macht Marcelo in der Mitte? Gut. Also das ist einfach nicht zu machen für ihn. Also da kann er nicht drankommen. Da bräuchte er Körpermaße eines Basketballs. War einfach Welche gut. Mannschaft hat mehr aufs Tor geschossen? Hier kommt die Statistik. Die Flanken bringt der Koke einfach am besten. Also wenn der frei zum Flanken kommt, heißt das schon mal Gefahr. Und der Casillas macht geil mit. Einfach auch ein sehr starker Keeper. Bin ich echt froh, dass ich den gezogen habe. Aus dem Mega Ulti Pack Opening. Wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Weil er halt einfach echt krass war. Ja. Nein, hol dir den Ball. Nicht flanken. What? Boah. Alter. Da habe ich den Ball gerade ein bisschen verschätzt. Pedro. Lauf. Ah, schade. Huch. Nice. Alter, wie geil spielt er denn? Du trickst ja mal eiskalt alle zusammen aus. Awesome. Richtig geil. Das ist ein zweiter Streich heute. Da trickst du einfach mal alle Gegner aus. Geil. Diese Führung kannst du richtig gut gemacht. Ruhekissen benutzen. Zack. Ah, hab ich ihn leider nicht lesen können. Kann man ja ziemlich gut bei manchen Computern. Komm, hol dir. Boah, der Casillas macht mit. Finde ich richtig geil. Der Typ gefällt mir echt. Und Halbzeit. 3-0. Also dürfte kein Problem weiter sein. Aber jetzt die Fresse nicht zu weit aufreißen. Nachher verliere ich das noch. Nee. Zack. Schade. Das finde ich scheiße an Computern. Dass sie auf sowas nicht reinfallen. Da würde jeder normale Mensch reinfallen. Oh, ja, sicher. Richtig geil. Pedro, du bist ein Tier. Setze sich da sogar noch durch. Nein, ah, nicht dahin. Oh, Alter. Komm. Da. Pedro.
Pedro setzt sich durch. Und bam! Schade. Ah, Mist. Hätte ein bisschen besser schießen müssen. Nach vorne. Nach vorne. Das sieht aus wie Training. Perfekt. Da. Da. Und da. Richtig schön, wie die zusammenspielen. Oh, war gar nicht schlecht, die Flanke. Gar nicht schlecht. Und der Schuss. Bam, was ein geiles Tor. Ey, ohne Witz. Alter, die Engine spackt ja mal. Ganz kurz. Das möchte ich mir kurz als Tor speichern. What the fuck war das denn? Guckt euch an. Der Torwart blockt ab und ich... Wie geil. Richtig geil, Engine. Im zweiten Anlauf und dann der Torwart, den da nicht zur Seite klärt oder sowas, ist halt ein bisschen scheiße. Kann er sich den Ball holen? Ich meine, es ist ja sehr realistisch, wenn der Torwart sowas macht. Auf jeden Fall ist das realistisch. Zack. Erkannte. Was ich wirklich komisch finde, ich finde manche Online-Gegner echt schwerer, also was heißt manche? Ich finde so ziemlich alle Online-Gegner schwerer als der Computer auf Weltklasse. Ich meine, ist jetzt kein Problem. Jetzt mache ich zack, zack, mein super Trick und drehen hinten rein und Tor. Ja, der Trick ist so geil, ne? Bam. Also Leute, ich kann es euch nur empfehlen. Übt Tricks. Aus dem Winkel hätte ich nie was machen können. Da laufe ich in die Mitte und bam. Also, Tricks üben lohnt sich richtig. Vor allem macht es halt richtig Spaß, wenn du es wirklich kannst, so wie ich nicht. Ich kann jetzt eigentlich nur, also eigentlich kann ich nur 5 Tricks und davon braucht man 2x 5 Sterne Skill, habe ich aber nicht. Ich kann zum Beispiel noch den hier, zack, lol, der klappt nicht. Warte, warte, Moment. Oh ja, komm, jetzt gib mir den Ball und lutsche mich rum. Oh, Pedro geht mit. Pedro geht mit und kämpft sich den Ball zurück. Auf dem Spielfeld wirklich nicht tauschen möchte. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Pedro. Alter, warum? Okay, ne, so geht's eigentlich. Und da kann ich noch so einen hier. Zack, zack. Wie gesagt, da kann ich noch zack. Und zack. Scheiß drauf. Unser Nano-Lauf. Timing. Er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Zack, weggegrätscht. Geil gemacht, Mascherano. Den hat der Casillas. Logge. Komm, wir gehen jetzt nochmal offensiv. Komm, komm, komm. Und der Marcelo läuft mit. Ist aber zu langsam. Da müsste er jetzt über die Flügel gehen. Rechts steht er. Schießt mal. Boah, was ein Schuss. Unfassbar. Es geht doch. Es geht doch. Was ein Teil. Ebenbürtige Gegner. So. Das bessere Ende hat der Torhüter. In die Mitte, in die Mitte, in die Mitte. Ah, Piqué. Ich find's krass, wie der immer an den Ball kommt. Ne? Echt übel. Nein, wechsel nicht den Spieler. Jetzt sind zwei neue im Spiel. Scheiße. Komm schon, komm schon. Bam, weggegrätscht. Fabregas. Setz dich durch. Stark, stark durchgesetzt. Finde ich gut. I like it. Fabregas. So, jetzt warte ich, bis er durchläuft. Und 3 Euro ins Phrasenschwein. Aber und gucke! Ist ein Mannschaftsspiel. Oh, der war ja stark. Ja, war eigentlich nicht geplant, dass er zu dem kommt. Aber trotzdem gut umgesetzt. Köpfen kann er auch, der Coke. 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 Soldado. Weiß nicht, Coke, Coke. Keine Ahnung. Oh, schade. Wäre der da durchgekommen? Der Puyol, der zeigt wieder, warum er Abwehrboss ist. Mit Ansage. Und direkter Ball nach vorne, Junge. Schuss. Boah. Schade. Schade. Richtig geiler Pass, wollte ich nur mal sagen. Einmal angenommen und direkt geschossen. Ah, hätten wir aufs Eck müssen. Das hätte Pedro vielleicht besser hingekriegt. Langer Ball. Piqué. Oh. Ah, da kommt er nicht dran. Scheiße, hab ich nicht gerechnet.
Niemals. Also die Flanke 5-0 ging in hört sich schon mal nicht schlecht an. 6-0 kriegen wir. Das war mal ein amerikanischer Basketballer, der war 2,20 groß. Wright Phillips. Wir wissen alle, Wright Phillips hört sich auch an wie so ein Basketballer. Absolut, und ich bin mir ganz sicher, wenn der mal wieder das Erfolgserlebnis bekommt, dann läuft's auch wieder. Komm, 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 komm. Ah. So, da kommt die Schabi mit. Der holt sich den. Richtig geil. Scheiß Pass, aber lag an mir. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause. Also, wie gesagt, ich bin sehr zufrieden. Ich kann es nur immer wieder sagen. Sehr zufrieden mit Liga BBVA. Petro, so Dinger. Boah! Alter, wie krass. Alter, wie übel. Genau wegen sowas. Weil meine Spieler einfach manchmal Sachen bringen, ne? Ey, krass. Wen ich übrigens auch noch richtig gern hätte, was ich mir aber niemals finanziell leisten könnte, wäre der, manchmal sind die Dinge im Fußball eben doch vorhersehbar. Der Goliath gibt sich keine Blöße. Und der Dame muss sich durch in sein Schicksal fügen. Hier kann der Kleine heute in die Mitte keine Überraschung. Und Kopfball. Ah, eine etwas schlampige Flanke. Sowas wird mit den Petro IF abgefangen. Hätte ich gerne. Weil wenn der Petro jetzt schon so abgeht, wie geht er dann IF ab, bitte? Aber ist finanziell wahrscheinlich niemals machbar. Also braucht ihr nicht mit rechnen, dass ich den irgendwann hab. Außer ich ziehe jetzt vielleicht den Ribéry so oder keine Ahnung was. Also ich weiß nicht, ob ich so viel Geld dafür ausgeben möchte. Erfolgreicher ja? Zweikampf. Beide reingelassen. Ist halt die Frage. Weil der kostet ja, wie viel kostet der? 500.000 Münzen? Wie viel kriegt man? Ah, schade, kommt er nicht ran. So, komm, pst, los. Ja, nice, durchgesetzt. Ah, leider nicht rangekommen. Oh, gefährlich. Gefährlich. Wunderbarer Pass, das kann nice. Ah, schade, super schade. Vom Abwehrspieler, wie er diesen da ist mir der Marcelo leider gerade reingelaufen, aber wieder geil geklärt an sich. Außer es wird jetzt ein Gegentor, das wäre ein bisschen scheiße. Aber ich denke, mit Puyol und Piqué da hinten dürfte da nichts anbrennen. Nee. Da muss der in der Torhüter. Der Kopfball wäre sonst drin gewesen. Schön im Lauf gespielt, der Torwart gerade. Habe ich auch noch nicht so gesehen. So, und damit würde ich sagen, naja, 6-0 gewonnen. Drei Tore Petro. So richtig krass. Und das gegen Weltklasse, würde ich mal sagen. Ich weiß gar nicht, was Weltklasse. Ich glaube, es war Weltklasse, ja. Genau, tschüss bis die Tage. Hört sich doch ganz gut an. 6 Punkte nach 2 Spielen. 2? Ja, 6 Punkte nach 2 Spielen. Und ich würde sagen, Leute, macht's gut. Danke fürs Einschalten. Und bis tschüss.